Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir den Stall hier betreten, haben gleich die Quest gemacht mit der großen Fee, haben dadurch unsere erste große Fee hier hinten freigeschaltet. Moment hier. Die hat uns auch gleich die Standorte aller anderen Feen gesagt und... Ich kann die wegmachen. Und dann habe ich auch noch meine Kleidung verbessert. Und haben dann hier hinten, hinter dem Stall, hier vor der Höhle, Kilton und sein Bruder Kiltin kennengelernt. Kiltin braucht das Major Signum, was wir schon gesammelt haben, um selber zu Satori zu werden. Warum auch immer. Und ja, jetzt habe ich offcam meine ganze Kleidung wie möglich im Moment, was gerade so möglich ist, verbessert. Was ich verbessern kann zurzeit. Und ja. Jetzt gehen wir Richtung Wald der Crocs. Meine Güte, dich hält nicht einmal dieser Regen auf. Du willst bestimmt... Du willst doch etwa nicht auch nach Goronia? Falls ja, nimm dich bitte vor Goron mit seltsamen Steinen in Acht. Wieso auch? Wenn du diesen Bergpfad in Richtung Stadt hinaufwanderst, wirst du ein Restaurant erreichen. Vor einiger Zeit habe ich in einem Reisenden den Weg gezeigt, aber es gab keinerlei Anzeichen, dass er zurückgekehrt wäre. Ich hoffe, er ist nicht irgendwelche Schwierigkeiten geraten. Nimm dich also bitte vor Goron mit seltsamen Steinen in Acht. Die Geronen sind ein Volk, das von Natur aus sehr liebenswürdig und fleißig ist. Wie es scheint, lassen die jungen Geronen in letzter Zeit aber die Arbeit schleifen und spielen Reisenden übel mit. Einen der Reisenden zufolge hatten die Geronen seltsame Steine dabei. Ich weiß auch nicht recht, was es damit auf sich hat, aber es gehört nun mal zu den Pflichten eines Stalls, sich um die Sicherheit seiner Gäste zu sorgen, also tue ich das auch. Okay, aber wir laufen jetzt in die Richtung dahinter, weil... Okay, what the fuck? Muss ich... Wo ist der Kack-Turm? Und so wie es aussieht, ist hier der Eingang? Da bin ich gerade komplett falsch. Ich laufe einfach mal den Weg hier entlang. Es scheint, als wäre bei Rot der Eingang. Naja. Aber dadurch, dass wir jetzt die erste große Fee freigeschaltet haben hier, können wir wahrscheinlich auch an den anderen Stellen jetzt halt die Feen freischalten. Das heißt, wir können eigentlich demnächst irgendwann wieder zu den Zwillingsbergen gehen und die Fee freischalten. Aber da lassen wir uns bestimmt noch ein bisschen Zeit. Wo fliegen sie? Gut, sie haben mich nicht gesehen und sind direkt abgehauen. So, in die Richtung müssen wir. Ich frage mich halt tatsächlich, wo der Drecksturm ist. Ist der im Wald? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir um Gottes Willen nicht vorstellen. Aber lassen wir uns überraschen. Okay. Okay, what the fuck? Warum ist hier so neblig? Abgrund im Tailori-Wald? Okay. Ich laufe einfach den Weg entlang und finde einen Abgrund, weil er kann es nicht. Aber der Abgrund gehört zum Todesberg. Okay, wir halten jetzt natürlich ein bisschen mehr aus wegen unserer Sache hier. So, hier. Wegen unserer Verbesserung. Und ich meine, am meisten profitiert hat davon die Hylia-Rüstung, weil die ist vom Maximalschutz von 12 auf 21 hoch. Das ist schon krank. So, und jetzt sind wir gleich hier am Anfang und ich hoffe, ich erfahre, was hier los ist mit dem Wald der Crocs. Warum zum Geier ist der in so dichten Nöbel gehüllt? Ach du Scheiße, jetzt kommen bald die Memes zurück. Alles ist in dichten Nebel gehüllt. Wer kennt's? Auch schon zeitlang her, als ich den zuletzt gehört habe. Ach du Heilige. Verlorene Wälder.
Darf ich nicht stehen bleiben oder what the fuck geht hier ab? Hä? Okay. Ja, moin. Bro, what the fuck? Hä? Alter, Bro, what the fuck geht jetzt hier ab? Alter, what the fuck geht hier ab? Wie komme ich in die verlorenen Wälder? Ich meine, in den Krogwald. Ist der gleiche Trick wie im BOTW oder nicht? Aber da brauche ich eine Fackel für und da habe ich gerade keinen dabei. Hier rein. Moment. Brauche ich hier Licht? Ist das das Rätselslösung? Nee, ist es auch nicht. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Okay, what the fuck geht hier ab? Brauche ich etwas, was ich noch nicht habe, um hier durchzukommen, oder was? Alter, Bro, das nervt langsam. Hier wird ja nicht mal erklärt, was man machen muss. Alter, willst du mich verarschen? Hallo, ich habe mich gerade mal einen Meter von meinem Platz entfernt und schon werde ich wieder geschluckt vom Wald. Muss ich außen rum gehen erstmal. Bro, what the fuck geht hier ab? What the fuck?
Ich schätze, da komme ich nicht rein, aber warum nicht? What the fuck? What the fuck geht hier ab? Wie komme ich da rein? Was geht hier ab? Und ich fliege gerade nicht zur Erinnerung, nein. Ich will eigentlich gerade im Moment nur zum Turm kommen. Wenn ich weiß, wo der ist. Vielleicht gibt der mir ein bisschen Ausschluss, wie ich in den Krogwald komme. Ach du heilige Maria, Mutter Gottes, was zum Geil geht hier ab? Passiert, wenn ich da oben lande. Jetzt kommt gleich safe der Nebel und schießt mich weg, obwohl ich nicht mal in der Nähe vom Wald bin. Komm schon. So, und jetzt hat. Ja, ich komme hoch, das passt. Aber what the fuck geht hier gerade im Wald ab? Kann ich vielleicht irgendwie das Game austricksen und mich irgendwo zurücksetzen? Ach du heilige Maria. Wo ich noch nicht war? Wo setzt du mich jetzt zurück? Wo ist der Start von diesem Wald? Langsam habe ich das Gefühl, als müsste ich vom Untergrund nach oben kommen. Aber das kann nicht die Lösung sein. Okay, what the fuck? Ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe es noch nicht. So. Hier lang. Hier lang. Da rein hier. Okay. Wir sind hier. Gut, da ist der Turm. Vielleicht gibt er tatsächlich ein bisschen Ding, Anschein, was da los ist. So, rechts oder links? Bitte sag mir nicht, ich muss hier aussuchen. Ich sehe schon, was ich machen muss. Ich sehe schon. Ich muss mit meiner Zeitfähigkeit hier arbeiten. Jetzt, dachte gerade schon, what the fuck? Warum dauert denn das so lang? Okay, und wo ist die Truhe?
Ja. Alter. Truhe. Ist die jetzt? Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Hoffe ich. Ja, passt. Mächtiges Sonnen im Großschwert. Passt. Komm schon, Alter, warum dauert denn das so lange? So, hier. Und hoch. Ja, ich hoffe tatsächlich beim Turm, dass der irgendwelche Aufschlüsse darüber gibt, was, wie ich in den Krogwald komme. Was, jetzt habe ich echt keine Ahnung. Momentan. Gott, fünftes Segenslicht. So. Oder kann ich den Krogwald jetzt noch nicht betreten, weil ich erst den Todesberg machen muss oder so? Das wäre ja bescheuert, ne? Das war ja total bescheuert. Wie lang? Easy. So, jetzt sind wir hier. Ich hoffe, der kann mir etwas sagen über den Wald der Krogs. Weil hier war ja damals diese unendliche Dunkelheit rum und nicht im Wald der Krogs. Gut, dass ich von hier komme, da kann ich rüberfliegen. Gut. Betreten wir diesen Turm jetzt erstmal. Und dann gucken wir, wie wir den Wald der Krogs kommen. Hi. Hey, ja, Kollege, ich habe auf dich gewartet. Du hast gewartet? So ist es. Ich habe zwar diesen riesigen Ruin an diesem unberührten Ort gefunden, aber ich kann nicht alles alleine machen. Mir fehlen einige helfende Hände, deswegen sind die Nachforschungen in diesen Ruinen zum Stillstand gekommen. Ja, diese Ruinen sind einfach eine Nummer zu groß für mich. Müsste ich sie allein untersuchen, wäre ich aufgeschmissen. Da habe ich auf die Sono-Forschungsgruppe in Kakariko gebeten, mir etwas Verstecken zu schicken. Ich bin froh, dass du sofort gekommen bist. Danke, dass du den ganzen Weg hier auf dich genommen hast. Hä? Du bist gar nicht bei der Sono-Forschungsgruppe? Ich verstehe. Hier kommen kaum neue Leute vorbei, musst du wissen. Deswegen dachte ich, du wärst mit Sicherheit die Verstärkung. Da sollte ich mich mit so viel Elan in die Steiltafelsuche stürzen und jetzt sind mir die Hände gebunden, weil ich hier allein bin. Deiner Besucher, hoppla, hast du das etwa gehört? Tut mir leid, das darf noch nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Wie schade, dass du nicht von der Forschungsgruppe bist. Dann hätten wir gemeinsam an der Steintafel-Entschlüsselung arbeiten können. Das ist ja sehr nett von dir, aber nein, einen Augenblick. Ein Forscher ist er zwar nicht, aber er sieht mir nach einem echten Abenteurer aus. Vielleicht kommt mit seiner Hilfe meine Erkundung der Ruinen etwas wieder ins Rollen. Also gut, abgemacht. Es gilt zwar nicht für die Ruinen, aber ich nenne die. Es gilt zwar nur für diese Ruinen, aber ich nenne dich hiermit zum Forscher. Von diesem Moment an zähle ich auf dich, Kollege. Dann mal los. Wir werden das Geheimnis dieser Ruinen lüften.
Also dann, das ist zwar ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich werde dir erstmal meine bisherigen Forschungsergebnisse zeigen. Warte kurz. Hep. Hier habe ich mein kleines Steintafellager aufgeschlagen. Du wirst staunen, welches Wissen sich in den Riesenruinen verbirgt. Führe die geheime Kunst des Weisen des Windes in Gegenwart der Eule vor, die von vielen Drachen bewacht wird. Okay. Na, erstaunlich oder nicht? Wirklich erstaunlich. Ich hab's dir ja gesagt. Die Sona sind eine Zivilisation aus grauer Vorzeit. Heutzutage kann fast niemand mehr Sona-Schrift lesen. Aber was auf dieser Steintafel steht, kannst du doch wohl lesen, oder? Das ist schließlich Hylianisch. Einiges in diesen Ruinen weist auf Sona-Herkünfte, aber aus irgendeinem Grund ist die Inschrift auf Hylianisch. Zelda, wer genau diese Struktur wohl erbaut hat und zu welchem Zweck? Ich vermute, die Steintafel weist auf einen Ort innerhalb der Ruinen hin und genau diesen Ort solltest du finden. Denn vielleicht liegt darin der Schlüssel, der uns die wahre Bestimmung dieser Ruinen offenbart. Das ist zwar nur so eine Ahnung, aber immerhin die Ahnung eines Experten. Wo Drachen wachen. Und hier brauche ich tatsächlich die Fähigkeiten der Weisen. Lade die Kraft der Geheimkunst des Weisen des Wasser auf und setze sie in der Gegenwart von 6 Drachen frei. Wo waren doch gleich die Drachenkopfstatuen? Immer an Orten, die mir nicht ganz geheuer waren, glaube ich. Also kriege ich hier wahrscheinlich 5 Steintafeln nach allen Weisen, oder wie? Okay. Nichts bewegt sich. Guten Morgen, unschönes Wetter, nicht wahr? Es tut mir wirklich leid, aber du kannst den Kartografierturm nicht nutzen. Die Wartung ist schwieriger als gedacht. Was gibt's denn? Um ehrlich zu sein, lässt sich die Vorrichtung, die den Kartografierturm startet, nicht in Gang bringen. Ich habe mir mehr oder weniger alle Teile der Vorrichtung genau angesehen, aber es scheint, als sei nichts kaputt. Ich frage mich, ob es sein kann, dass etwas im Kartografierturm selbst kaputt gegangen ist. Ach du Kacke. Hä? Darf ich jetzt echt nach einem Fehler suchen hier? Na gut, ich glaube, dafür sind die Kacken-Dinger hier da. So. Hoppala. So. Ah, ich sehe schon. So. So, na, das ist ein Konstruktbogen. Ne, danke. So, einmal anbinden und anschalten. So. Kann ich hier stehen? Ja, kann ich. Jetzt kann er arbeiten. Danke. Jetzt, wie, die Vorrichtung funktioniert plötzlich wieder, obwohl ich nichts gemacht habe. Was, also gab es eine Art Hindernis oben auf dem Kartografierturm? Diese Vorrichtung und die Abdeckung oben auf dem Kartografierturm sind verbunden. Vielleicht hat sie die Abdeckung wegen des Hindernisses nicht bewegen lassen und damit auch die Vorrichtung selbst. Naja gut, das Problem ist behoben und ich muss mich beeilen, also werde ich mich gleich auf den Weg machen. Danke dafür, dass du den Kartografierturm wieder repariert hast und damit verabschiede ich mich. Und ich habe bis jetzt nichts rausgefunden über den Wald der Crocs. Ganz geil. Naja. Mal schauen. Wie wir da hochkommen. Oder reinkommen, besser gesagt. Vielleicht gibt uns die Karte ja ein bisschen mehr Ausschluss. Ich hoffe zumindest.
Da drüben ist eine... ein Irrschloss in der Luft. Hm. Aber wenn jetzt tatsächlich der dritte Weise benötigt wird, also Daruk, ne Moment, was laber ich, der Todesberg, um den Wald zu betreten, dann raste ich aus. Die Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Okay. Hier könnte ich zwar direkt landen, aber mache ich jetzt nicht. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Bitte lass es richtig sein, dass ich einfach nur mittig fliegen muss. Bitte sag mir, ich muss nur in der Mitte landen. Über mir ist schon wieder ein Bannschrein. Bitte sag einfach, dass ich in der Mitte von dem Sturm landen muss und es ist alles gut. Bitte. Und da ist ein Schwert abgebildet. Weißt du, ist dann die Erinnerung ist vom Master Sword oder so? Hm. Bitte, lass mich einfach drin landen. Bitte. Moin, ich lande einfach schon fast hier auf der Insel hier. Noch einmal mittig. Und dann mache ich was sehr Blödes. Bitte. Sei richtig. Bitte. Das ist wahrscheinlich falsch, was ich hier mache. Bitte, lass mich hier drin spawnen. Bitte lass es funktioniert haben. Natürlich nicht. Aber ich war drin. Fucking hell, das müssen wir nochmal probieren. Eigentlich müssen wir das tatsächlich nochmal probieren, gell? Wisst ihr was? Warum auch nicht? Ich muss vielleicht nur ein bisschen... weiter rüber. Diese Himmelsinsel mache ich wann anders. Ich will nämlich nur zur Ding gehen, wie ihr wisst. Walter Crox. Und was erwartet mich hier auf der Bossinsel? Ja, wieder ein Konstrukt. Ich weiß schon tiefer, da ist der Crox, der Schrein, ich sehe ihn schon. Schaffe ich es tatsächlich vielleicht durch den Wald? War ich zu schnell, oder wie? War ich tatsächlich einfach zu schnell? Mit dem Parasegel, meine ich. Bitte sag, ich kann so landen. Das wäre wahrscheinlich nicht der originale Weg, aber es würde funktionieren. Komm schon. Aber wie soll man da offiziell reingehen sonst? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es über den Untergrund gehen muss, ne? Ich kann mir das nicht vorstellen. So. Und runter. Mal schauen, ob das funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe doch sehr, dass es funktioniert. Ich meine, ich lande drin und ich sehe was.
Fuck, ich war schon wieder zu schnell, weil wir eben nichts sehen. Oder ich glaube, so komme ich nicht rein. Ja, ich muss gucken, wie ich in den Wald der Crocs komme. Naja. Was wurde gesagt? Hier. Okay, das sind tatsächlich Schätze einfach. Die wir nach und nach abfarmen können. Saphire, okay. Wo Drachenwachen. Moment, wo ist es denn? Audienz bei den 6 Drachen. Heilkraft. Gegenwart von 6 Drachen frei. Sechs Drachen. Nehmen wir auf der Tafel irgendwas? Nick. Okay. Nehmen wir einfach mal den starken Konstruktbogen mit. Oh, das ist verwirrend hier. Sehr verwirrend. Ich hätte einfach Glück, dass das erste direkt neben dran war. Ach du heilige Maria, Mutter Gottes. Weg hier. Boah, holy shit. So. Ich hab doch... So war es, genau. Und ich glaube, ich hab's gerade gefunden. Komm. Jetzt. Ich glaube, ich habe es doch nicht gefunden. Fucking hell. Gegenwart von 6 Drachen frei. Ja, das wird dann eine der anderen Weisen sein. Dann markiere ich das mal im Moment. Naja. Bro, holy shit, what the fuck geht hier ab, ey. Ja, jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich in den Wald der Crocs komme und jetzt sowas noch. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich schaue mich, dass ich mich informiere, wie ich in den Wald der Crocs komme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.